Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Spyro the Dragon Video. Wir wollen ab in die nächste Hubworld. Die Monstermacherwelt bist. Die Monstermacherwelt. Natürlich möchte ich dahin. Die Monstermacherwelt. Klingt nach Monstern und Leute, die sie machen. Also vielleicht so ein Frankenstein-Ding. Ich hoffe ja ein bisschen jetzt auf so eine Gruselwelt. Das hatte ich nämlich bis jetzt noch nicht in Spyro, also im zweiten und dritten Teil. Beziehungsweise allgemein eher gruselige Sachen ist ja, man muss bedenken, Spyro ist ein Kinderspiel. Da sind gruselige Sachen jetzt nicht so alltäglich an der Tagesordnung, verständlicherweise vielleicht. Aber ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Wahrscheinlich sind das alles auch... Oh, Gruselwelt. Ziemlich niedliche Monster, wollte ich gerade sagen. Ein Sumpfgebiet. Aha. Okay, ganz so gruselig sieht das jetzt nicht aus. Die Musik macht jetzt auch nicht so einen gruseligen Eindruck. Ich habe es echt geschafft, da reinzulaufen, aber ey, manchmal... Oh, da ist noch was. Also manchmal bin ich echt nicht ganz normal, habe ich so das Gefühl. Bin ich manchmal ein bisschen doof. Wen haben wir denn hier? Bruno! Nasty Nog macht unseren Sumpf zu einem elektrisch geladenen Schrottplatz. Dabei war es hier so schön. Das glaube ich gern. Okay, danke Bruno. Ich rette den Sumpf wieder. Und hier vorne haben wir tatsächlich auch schon das erste Level. Hochlanddorf. Das wird es dann also im nächsten Part geben. Oh. Wow. Ein Warzenschwein. Wildschwein, Warze. Warzen, Wildschwein. Wilde Warze. Ich gehe erstmal hier lang. Gibt's hier noch was? Hallo? Hier hinter gibt's sicher was. Aha. Baumwipfel. Baumwipfel. Ja, weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Das ist genauso wie Hochlanddorf. Die Namen der Level sind hier jetzt nicht so, so, dass man sagt, oh, das klingt jetzt richtig beeindruckend. Da habe ich richtig Bock drauf. Weg mit dir. So, du machst jetzt erstmal Strom, bitte. Und... alle weg. Gut. Okay, und hier haben wir auch schon das Ende. Kann man hier noch hoch? Ja. Noch irgendwas Wichtiges, Interessantes, was man mitnehmen muss, unbedingt, ganz wichtig. Nö. Der hat noch einen Edelstein direkt vor der Nase liegen. Wer tut die Drachen so? Vielleicht. Ja, das machen wir später, mein Freund. Hier haben wir noch Metallkopf, der Endgegner wieder. Und hier noch diese Kiste. Achso, damit kommt man nur hier hoch. Ja, das ist ja langweilig. Achso, hier, der gibt uns doch noch ein Leben. 42 Leben an der Zahl. Ich weiß, ihr seht es nicht, habe ich aber trotzdem. Wird ja immer oben rechts hinter meiner Facecam angezeigt. Aber ich mag meine Facecam an dieser Position nun mal einfach. Und deswegen bleibt sie auch eigentlich da. So, was haben wir noch? Nebliger Sumpf. Okay, sind wir bei 4 Level. Und wahrscheinlich gleich noch wieder eine Rennstrecke. Könnte ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Würde hier nochmal wieder reinpassen. Oh, oh, Kollege, komm mal her. Das war jetzt aber gemein. Der hat mich jetzt eiskalt erwischt. Das waren noch nicht alle Edelsteine. Das ist doof. Wir holen erstmal den Drachen.
Cletus. Spyro, schön dich zu sehen, aber ich muss los. Ja, dann geh doch, meine Güte. Ja, wo sind die letzten Edelsteine? Da vorne. Ich sehe schon was. Die drei hier müssen wir auf jeden Fall noch mit eintüten. Das war aber immer noch nicht alles. Natürlich, der Schlüssel fehlt noch. Aber wo kriege ich diesen Schlüssel her? Ah, sieh mal einer an. Da vorne geht es auch noch weiter. Da ist der Schlüssel. Wie komme ich darüber? Ah, okay. Dafür ist das hier da. Von hier aus kann man hier einmal wunderbar rüber gleiten. Nimmt sich den Schlüssel mit und die paar Edelsteine kommt dann über diese hier wieder zurück. Und dann können wir auch die Truhe da drüben öffnen. Und sollten jetzt bei 100% angekommen sein. Nö. Okay, Sparks, du sagst in diese Richtung. Dann bin ich definitiv dabei. In diese Richtung. Okay, weiter. Nu. Runter? Ah, das ist gar nicht so ein Brunnen. Okay. Ich dachte, da wäre wieder nur Wasser drin. Wildnisflug. Ich sag ja, die Rennstrecke fehlte noch. Ich würde auch fast sagen, dass wir im nächsten Part direkt mit der Rennstrecke anfangen, dass wir die einmal abgearbeitet haben. Jetzt, wo ich hier gerade schon stehe. Ja. So, wieder 100%. Ja, vierte Hubworld schon. Okay. Ja, ich bin gespannt. Nächstes Level erstmal wieder eine Rennstrecke und dann geht's ran an die richtigen Level. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Part wieder mit dabei von Spyro the Dragon. Danke fürs Zusehen und tschüss!